Unter Anleitung einer Korbmachermeisterin konnten Interessierte im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb in Münsingen ihre eigene Weidenkugel flechten. Die Handwerkskunst des Weidenflechtens ist heute fast vergessen, doch es gibt sie noch. Und aktuell liegen Weidenprodukte voll im Trend. Besonders Weidenkugeln zur Dekoration sind beliebt. Beim Workshop konnten die Teilnehmer, je nach handwerklichem Geschick, bis zu 3 Kugeln flechten und mit nach Hause nehmen.